Swarovski CL-Serie. Ja, absolut leichte, geniale Superdinger. Was die können und was ich davon halte und wo ich die gebrauche, das schauen wir uns gemeinsam an. Ja, hallo und willkommen, das ist der Reini Rossmann vom Survival Shop Überlebenskunst. Schön, dass du dabei bist. Das ist Swarovski CL und da hier, da siehst du die Ausführung. Das ist ein 10x30 Fernglas, das gibt es auch in 8x30 und ja, ich habe halt die 10er Variante genommen. Schauen wir es uns ganz einfach einmal an. Swarovski ist ein österreichischer Hersteller, kennst du sicherlich, ist er hochpreisig, aber ist auch qualitativ echt fett. Was kriegst du im Lieferumfang? So ein nettes Taschel, da ist dann auch da noch die Möglichkeit, das habe ich jetzt rausgegeben, das noch umzuhängen. Da ist so ein Tragbügel dabei, den man sich umhängen kann, brauche ich nicht. Sehr robust, leicht gepolstert, das passt schon so. Dann dabei ist natürlich auch ein Riemen, um ihn umzuhängen, das ist ganz klar. Der ist auch gepolstert, das spart Swarovski nicht, das ist sehr, sehr fein gemacht. Kann man gut einstellen. Dann haben wir hier natürlich den Okularschutz. Normalerweise ist es ja so, dass die meisten Leute das da auf beiden Seiten anklipsen und da muss man das hier raufziehen und das ist nichts. Ich mache das immer nur auf einer Seite und zwar auf meiner rechten Seite an. Kann man aber tun, wie man will. Und hier unten, da ist auch noch einmal eine Schutzkappe, die ist zweimal dabei. Und eine habe ich schon verloren, aber da mag ich noch dazu sprechen, weil das ist ein kleiner Nachteil bei diesem Gerät. Gut, das zu dem. Dann kannst du natürlich auch hier einstellen, wenn du ein Brillenträger bist oder ein Nicht-Brillenträger, so wie ich, dann kannst du hier noch einmal rausfahren. Das heißt, entweder wenn ich eine Brille hätte, oder setze ich mir mal die Sonnenbrille auf cool, ja, dann kann ich jetzt so ansetzen. Und wenn ich das jetzt nicht will, ja, und meine Sonnenbrille wieder nicht, dann setze ich so an und habe hier noch einmal einen schönen Schutz dabei. Das ist sehr, sehr praktisch und geht ganz, ganz gut. Hier hast du ein Stellrädchen. Ja, mit dem Stellrädchen kannst du dir die Schärfe einstellen und das funktioniert top. Also das ist anders als bei den Steiner oder bei den anderen, zum Beispiel Militärferngläsern, die ich schon vorgestellt habe, die ja einmal eingestellt werden und die Sache ist erledigt. Das ist hier bei Swarovski anders, da wird jedes Mal wieder neu fokussiert. Was es gibt, ist hier, und zwar du kannst hier noch einmal genau einstellen, auf dein Auge einen Dioptrienabgleich machen, damit das Ganze einfach funktioniert. Das ist einmal ganz, wie das Teil funktioniert, aus. So, was ist die Idee von diesem Teil? Und zwar, wenn ich Swarovski-Teile mir so anschaue, und viele Jäger haben sowas und Naturbeobachter, dann sind die teilweise so schwer, dass du sie vielleicht auf der Jagd mit hast oder wenn du dich irgendwo hinsetzt und Vogel beobachten willst, hast du sie mit. Das ist überhaupt kein Thema und die sind einfach Wahnsinn von der Randschärfe, von der Lichtqualität, echt top, ja, kosten auch Geld, keine Frage. Aber einfach so herumtragen zum Wandern oder so, wenn du unterwegs bist, das wird auf Dauer langweilig, wirklich, weil die einfach so schwer sind. Und daher hat Swarovski, muss jetzt noch einen Punkt dazu sagen, es gibt da natürlich auch noch diese Faltgläser, auch von Swarovski und von anderen Herstellern. Die sind dann natürlich wieder extrem leicht, aber da ist die optische Leistung dann einfach endenwollend. Ist einfach so. Und diesen Zwischenbereich zwischen, ich habe ein voll super Glas, das alles voll super kann, aber ich bin sau schwer, und dem, ich habe ein gutes Glas, keine Frage, aber das ist optisch so nicht so top. Da dazwischen, diese Lücke haben die mit dieser CL-Serie geschlossen, meiner Meinung nach. Und das liegt ganz einfach am Gewicht. Die technischen Daten findest du unten, bitte schau dir das an. Aber es ist auf jeden Fall viel, viel leichter, speziell wenn du das den ganzen Tag da so um den Hals trägst. Zum Orientieren zum Beispiel, beim Orientierungstraining habe ich dieses Teil zum Beispiel dabei für die Naturbeobachtung. Auch beim Kräutersuchen, das werde ich da nachher noch beschreiben, warum, habe ich dieses Teil dabei. Und das ist ganz einfach angenehmer, weil es viel, viel leichter ist. Da haben sie wirklich gespart. Natürlich. Aber Abstriche, was die Optik betrifft, aber klar, man kann nicht alles haben. Gut, also es ist top verarbeitet, kann wasserdicht und alles, das brauchen wir gar nicht drüber reden, das ist Swarovski. Ich meine, das erwarte ich einfach und auch der Service ist top. Also wenn was kaputt wird, ich habe ein altes Swarovski-Glas von meinem Vater, da ist was kaputt geworden, das ist schon 100.000 Jahre alt und die haben mir das repariert und das war einfach top. So, was nicht so toll ist, finde ich diese kleinen Schutzkappen hier. Und zwar, ich habe das Glas jetzt 1,5 Jahre im Einsatz und zwar immer wieder und das ist dann mit der Zeit einfach runtergegangen, weil dieser Gummi hier ausleiert. Jetzt kostet es nicht viel und du kriegst das auch nach und so und das ist okay, aber das ist ein bisschen ein kleiner Nachteil. Das muss man einfach so dazu sagen und das ist auch meiner Meinung nach schon der einzige Nachteil. Das ist das, was mich halt persönlich stört.
Das Glas ist top. Und auch vom Preis her, es ist okay. Aber da könntet ihr ein bisschen nachdenken, falls du von Swarovski bist und sagst, ich höre dem zu und nimm das ernst. Irgendwas, dass das ein bisschen besser hält. Oder ihr gebt eine Zusatzkappe noch dazu, eine zweite. Das wäre ganz einfach ursuper von euch. Das würde ich toll finden. Sonst gibt es dabei überhaupt nichts zum Meckern. Und mein Einsatzgebiet, ja, den erzähle ich dir jetzt. Das Glas habe ich für die Naturbeobachtung, das habe ich zur Orientierung zum Beispiel. Bei Orientierungsseminaren oder bei meinen eigenen Wanderungen habe ich es dabei aus dem Grund, weil ich dann schon im Vorfeld hinschauen kann in die Distanz und sage, okay, dort werden wir durch können oder dort werden wir nicht durch können und zwar in einer optischen Qualität, die einfach wop ist. Ich kann mir natürlich auch ein billiges Glas kaufen, ist überhaupt keine Frage und die funktionieren auch alle top für diese Orientierungsgeschichten, dass man schon nach vorschaut, aber das ist halt schon noch einmal ein bisschen besser. Aber das ist nicht der Hauptpunkt, also für die Orientierung, das ist nicht der Hauptpunkt, warum ich es habe, sondern zwei weitere. Das eine ist einmal aus jagdlicher Sicht, ja. Das heißt, ich kann damit ausgehen und kann damit Tiere beobachten. Das ist das eine. Und das andere, was noch viel wichtiger ist, das ist der Hauptpunkt, warum ich es gekauft habe, das ist zum Kräutersuchen. Ja, wirklich. Ich kann damit sogar Insekten beobachten, weil ich es so einstellen kann, dass ich, ja, jetzt muss ich am Rädchen drehen, ganz, ganz nahe mir anschauen kann. So, und ich würde jetzt schätzen, ich schaue jetzt da nach hinten, das sind ungefähr, ich würde sagen, 3 Meter. Also auf 3 Meter kann ich einer Ameise zuschauen, wie die da herumgeht. Und daher habe ich es zum Kräutersammeln. Jetzt bin ich zum Beispiel hier an der Stelle und sehe da hinten irgendeine Blume. Die ist 50 Meter entfernt. Dann kann ich jetzt da schon hinschauen, fokussiere mir das über das Rädchen hier oben und sehe ganz genau, was es ist. Und dann weiß ich, ob ich hingehe oder nicht. Faulschwein bin ich. Nein, effektiv ganz einfach. Und das funktioniert damit. Ich habe auch mal ein Video gesehen, als ich es mir gekauft habe, habe ich natürlich auch Review-Videos angeschaut. Die waren auf Bärenjagd. Von dem kann man jetzt halten, was man mag. Ja, das ist eine andere Geschichte, aber die waren in Nordamerika auf Bärenjagd und haben den Bär erschossen. Und jetzt liegt er da. Und es ist es manchmal so, dass der nicht tot ist, sondern einfach nur da liegt. Und wenn du dann hingehst, dann wird er rabiat und bringt dich um. Jetzt sind die ganz nah hingegangen, ja, und haben aus 10 Meter Entfernung, und das muss ein Glas schon einmal können, das möchte ich dazu sagen, das muss ein Glas können, aus ganz naher Distanz hinzuschauen, haben die hingeschaut und haben geschaut, ob sich der Brustkorb noch bewegt, ob das Herz noch schlägt, ob er noch atmet. Und das war dann nicht der Fall und dann waren sie glücklich und haben sich gefreut. Und ich kann dazu nichts sagen, also das ist kulturtechnisch so weit von mir weg. Also an Bärenschießen hier in Mitteleuropa ist für mich ein No-Go. In Nordamerika gibt es anscheinend so viele und die haben einen anderen Bezug dazu. Ich kann die nicht kritisieren dafür, das ist nicht mein Ding. Aber da habe ich zum Beispiel diesen Nutzen gesehen und habe dann auch erkannt, dass ich es für mein Kräutersuchen gut einsetzen kann. Ja, und das funktioniert ganz, ganz toll und da gibt es überhaupt nichts dran zu meckern. Wenn du dich jetzt fragst, brauche ich dieses Glas? Ich weiß es nicht. Also wenn du jemand bist, der sagt, okay, ich möchte ein bisschen, ich interessiere mich schon dafür, dann sage ich, kauf's. Ist super. Ist sehr leicht, hat trotzdem eine voll super optische Leistung. Auch in der Dämmerung noch bedingt einsetzbar. Ich meine, wenn es ganz dunkel ist, ist es natürlich aus. Ich habe es auch schon bei Mondschein, bei Vollmond eingesetzt. Funktioniert noch immer alles top. Natürlich nicht vergleichbar mit einem 3000 Euro Glas, das dann aber auch riesengroß ist und so lang ist und das ist ganz klar. Aber für zum Mitnehmen auf jeden Fall eine Überlegung wert. Top verarbeitet, gibt es überhaupt nichts zu meckern, außer das mit den Klappen hat mich gestört. Das heißt, wenn das etwas ist, was dich interessiert, dann ja, auf jeden Fall. Hier unten hast du noch den Link, da kannst du dir noch die technischen Daten und auch die aktuellen Preise anschauen. Ich sage danke fürs Dabeisein. Wenn dir das Video gefallen hat, Daumen nach oben, sage ich jetzt danke dafür. Hier kannst du mich abonnieren, wenn dir das gefallen hat. Da meine 600 Survival Tipps, das E-Book. Würde mich auch freuen, wenn du da dabei bist. Ja, hoffentlich bis zum nächsten Mal. Dein Rainer Rossmann. Bis dann. Ciao.